Hallo, ich bin's wieder, der Felix von Rockmusik News. Und heute, am 10. April, wollte ich euch mal meine Neuerungen zeigen, die ich mir, es sind nicht viele, nur zwei, die ich mir heute zugelegt habe und ein bisschen was dazu sagen. Das erste ist von den Deutsch-Punk-Alternative-Rockern von Ichi Pupskit. Selber zum Album, ja, so schönen Papp-Digipack mit einem Sticker. Und an sich, ja, Bandfoto, ja, gibt es nicht viel zu sagen, ist schlicht. Aber wie gesagt, sechste Album. Und ja, ist halt vom Sound her sind sie sich treu geblieben. Wenn man den ersten Song hört, She's Gonna Get It, denkt man eher, dass es eintönig wird, weil der Satz She's Gonna Get It wird andauernd wiederholt. Aber die Rhythmik ist schon besser. Aber dann wird man nicht enttäuscht. Die restlichen 12 Songs sind absolut spitze. Ein Mosh-Pogo-Song nach dem nächsten, gepaart mit ein, zwei ruhigeren Songs oder so Dancing in the Sun, die sehr melodisch und Indie-lastiger rüberkommen, ist es eines der deutschen, Deutsch, sing ja Englisch, Alben des Jahres, würde ich sagen, nach Donuts zum Beispiel. Absolut sein Geld wert. Ja, ich werde es mir noch, habe mir schon dreimal durchgehört heute. Ich werde es nochmal heute durchhören. Das zweite ist, da habe ich mich schwer getan. Es geht jetzt mehr so in Richtung Indie, ne? Also es geht um The Wombats. The Wombats sind berühmt dafür, schöne Partylieder zu machen. Also freche Texte und schöne Rhythmiken. Und ja, ich habe mir das neue Album Glitterbug geholt. In der normalen Edition gibt es auch noch mit schwarzem Cover und und einem, zwei Bonustracks, aber dafür zahle ich nicht 4 Euro mehr. Insgesamt ist das Album Dance-lastig. Also es passt ja zur heutigen Popmusik. Dieses die akustischen Klänge gepaart mit mit diesen Dance-Beats. Aber ich habe es auch schon zweimal durchgehört und man gewöhnt sich dran. Ne? Und es klingt, wenn man es mit anderen Wombat-Sounds mischt, schon wieder gut. Ne? Also, ja, sie haben sich ein bisschen vom Sound verändert. Wir haben noch gar nicht reingeguckt. Das Cover ist sehr schlicht. Schön hier drin. Schwarz. Ja, also das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Es ist im Einzelhandel billiger als im Internet. Das ist noch was anderes. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Wenn ich noch mehr solcher Videos drehe, also wöchentlich drehen soll, sagt Bescheid. Und bis demnächst. Tschüss.